Professor Dietmar Ernst hier an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. Er leitet den Studiengang International Finance und organisiert den jährlichen Tag der Finanzen. Hallo Dietmar. Hallo. Wie ist es ihr denn gelungen, dieses Jahr Heiko Thieme nach Nürtingen zu holen? Ja, wir hatten ja letztes Jahr mit Dirk Müller, dem Mr. DAX, einen Riesenerfolg. Die Rückmeldung war überwältigend und die Leute wollen einfach mehr wissen über Finanzmärkte, wie die funktionieren und wollen das in einem Format haben, wo sie das eigentlich auch verstehen können. Und daher gesehen haben wir gesagt, wir wollen da anschließen und haben uns überlegt, was könnte da noch hinzukommen. Und dadurch, dass die Welt ja durch die Politik mehr und mehr beeinflusst wird, spannende Themen mit Trump und Co. steht ja auch im Titel, haben wir uns entschlossen, den Titel zu wählen, Quo Vadis Finanzmärkte, erfolgreiche Anlagestrategien unter Trump. Und Co. Nun ist ja Heiko Thieme ein sehr viel beschäftigter Mann. Er ist Börsenexperte, er ist Autor, Vortragsredner. Hat er denn so einfach zugesagt? Ja, also Heiko Thieme zu bekommen ist natürlich irgendwie eine Mammutsaufgabe und über Kanäle haben wir ihn dann angesprochen und er war dann eigentlich ganz grundlegend interessiert. Wir haben ihm das Konzept vorgestellt und er fand es auch spannend und klasse, dass außerhalb von Frankfurt Finanzthemen vorgestellt werden. Und dadurch, dass auch noch die Öffentlichkeit eingeladen wird, fand er das so gut, dass er dann spontan zugesagt hat. Der Tag der Finanzen findet ja jedes Jahr statt, inzwischen schon seit einiger Zeit. An wen richtet sich die Veranstaltung? Nur an Studierende? Also was wir mit dem Tag der Finanzen bewirken wollen, ist nicht, dass wir einen Fachkongress abhalten wollen für Finanzexperten, sondern wir laden unsere Studierenden ein aus den Finanzstudiengängen, aber auch aus den anderen Fakultäten. Darüber hinaus noch die Öffentlichkeit. Also das ist eine Gelegenheit, wo wir als Hochschule, als Finanzstudiengänge die Tore öffnen und auch ein bisschen zeigen, was wir so tun. Und darüber hinaus wollen wir jetzt auch die Schulen einladen. Das Thema Wirtschaft wird jetzt auch in den Schulen unterrichtet. Und dazu haben wir auch die Schulen eingeladen, dass die mit ihren Schülern kommen können. Nun zum Thema. Worüber wird denn Herr Thieme sprechen? Also das Thema ist natürlich wahnsinnig spannend. Er wird sprechen, Quo Vadis Finanzmärkte, erfolgreiche Anlagenstrategien unter Trump und Co. Und Trump und Co. ist natürlich ein Stichwort, wo jeder aufhört. Das beschreibt so symbolisch auch die Politik. Und wenn wir uns so ein bisschen überlegen, in welchem Umfeld wir leben, einerseits Globalisierung, internationale Arbeitsteilung, die Welt rückt zusammen. Andererseits spannende Themen, die uns komplett verändern, Industrie 4.0, Digitalisierung, E-Mobility, also wo die Welt, die Finanzmärkte auch einer gewissen Verunsicherung gegenüberstehen. Und dann haben wir noch die politischen Themen wie Trump, der irgendwelche Handelsabkommen kündigt und Klimaabkommen, die Brexit-Verhandlungen, die schwierig sich gestalten. Und das in einer Situation, wo wir eigentlich sehr, sehr hohe Preise auf den Märkten beobachten, also auch so ein bisschen die Blasenbildung schon beobachten. Könnte es die Finanzmärkte verkraften? Also diese Themen wollen wir diskutieren. Nun hattest du letztes Jahr ja Dirk Müller auf der Bühne und im Rahmen dieses Vortrags gab es ja dann auch diese Podiumsdiskussion, wo dann doch schon recht lebhaft, zum Teil auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Kann man sich darauf dieses Jahr dann auch wieder einstellen? Ja, also das ist auch wieder unser Konzept. Wir werden eine Podiumsdiskussion haben und wer Heiko Thieme kennt, der weiß, dass er auch genug Gesprächsstoff für eine Podiumsdiskussion liefert. Und wir haben ja auch das Thema Anlageverhalten noch mit eingebaut und dazu haben wir den Herrn Dr. Christian Kurz von Strongbox Capital aus Zürich eingeladen, der die institutionellen Investoren vertritt. Und Herrn Michael Bloss, unseren Ehrensenator und Direktor bei der Commerzbank, der das Wealth Management vertritt. Und ich glaube, wahrscheinlich wie kein zweiter das Verhalten von Anlegern kennt, Privatanlegern, sodass wir hier das Verhalten von privaten und institutionellen Anlegern da nochmal hinterfragen können. Und moderiert wird das Ganze durch Holger Scholze, diesem renommierten Journalisten, der das mit sehr viel Würze, aber auch mit Eloquenz, denke ich, wieder gut leiten wird. Ja, dann jetzt noch die ganz einfache Frage, wo und wann findet denn das Ganze statt? Es findet statt am 23. Oktober von 16 bis 18 Uhr in der Stadthalle K3N. Und jetzt natürlich die Frage, ist der Eintritt frei? Und wir haben die Meinung, die Lehre und Forschung ist frei. Und wir wollen auch den Studierenden zeigen und der Öffentlichkeit, dass man mit wenig Geld tolle Veranstaltungen macht. Und daher sind alle herzlich willkommen, Eintritt ist frei.